Also das Hotel Restaurant Haseloff existiert schon seit über 100 Jahren und gemeinsam mit meiner Frau Sabine betreiben wir den Betrieb jetzt seit über 30 Jahren. Ja, also früher, zu Zeiten von meinen Schwiegereltern, war das hier eine Gaststätte. Da kamen die Leute sonntags morgens noch, da standen in Zweierreihen an der Theke und da wurde Bier getrunken und auch ein Schnäpschen mal. So ganz traditionell, wie das halt früher war. Also ich bin gestartet in der Betreuung vom Hotel Restaurant Haseloff 2003. Ja, und seitdem haben wir gemeinsam viele Dinge, glaube ich, besprochen. Umbaumaßnahmen, Generationenwechsel von der Großelterngeneration Josef und Irmgard Haseloff auf den Andreas. Und seitdem, denke ich, haben wir eine sehr enge Geschäftsbeziehung. Aktuell befindet sich der Betrieb in der dritten Generation und wir freuen uns darauf, dass die vierte Generation in den Startlöchern steht. Also Tim wird sich ab dem 1.7. hier dauerhaft mit einbringen. Und da freuen wir uns alles, ja. Also meine Idee, den Betrieb irgendwann zu übernehmen, kam relativ spät. Nach meinem Studium war ich noch 2 Jahre in Dortmund, wie mein Vater auch, an der Hotelfachschule. Und bin dann jetzt so gesehen on the job und hole mir dann so die Praxis rein. Also aus meiner Sicht ist die Unternehmenskultur in den Familienbetrieben sicherlich eine ganz andere. Weil man einfach merkt, dass gemeinsam etwas geschaffen wird, dass in der Familie besprochen wird, dass gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Vater und ich, wir haben immer nach dem Motto gearbeitet, neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Hecken besser. Bei uns gab es nie einen Generationskonflikt und auch die Ideen, die wir beide hatten, wurden immer von Mutter und Vater unterstützt und das hat immer reibungslos geklappt. Der Plan ist jetzt erstmal wirklich, den Betrieb bis ins Letzte kennenzulernen, in allen Abteilungen zu arbeiten. Ja, also am meisten freue ich mich tatsächlich auf die Arbeit mit meinen Eltern zusammen. Ich glaube, dass wir da ein paar sehr schöne Jahre vor uns haben und den Betrieb dann in Großfeld auch weiterzuführen, hat auch was. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich im Grunde jeden Tag, so einen Betrieb führen zu dürfen, wie wir in Hameln, in so einer Stadt wie Großfeld. Weil so ein Betrieb, es ist ja nicht nur ein Betrieb, sondern es ist ja ein Teil der Stadt. Das ist doch einfach schön, dass es nicht nur um das Essen geht und um das Trinken, sondern auch um die Leute, die hier arbeiten und die das gerne tun und sich dann nach Feierabend freuen, wenn die Gäste zufrieden nach Hause gegangen sind. Und ich denke, das ist auch einfach ein Punkt der Nachhaltigkeit selber. Und das freut uns natürlich als betreuende Bank und als geschäftsbegleitende Bank, dass dort auch dann die Nachfolge in die nächste Generation dann sichergestellt ist, wie man dieses betriebswirtschaftlich dann auch umsetzt. Das ist, denke ich, gemeinsam in der Zukunft zu besprechen. Also was ich wirklich zu der Zusammenarbeit mit der Feuerbank Westmünsterland und vor allem auch mit Herrn Rotermund schätze, wenn wir irgendeine Idee haben, ein Anliegen oder eine Investition, dann rufe ich den Herrn Rotermund nicht nur an, um ihn um Hilfe zu bitten, sondern ich will auch seine Meinung dazu bekommen. Mir ist nicht nur die Hilfe der VR-Bank wichtig, sondern auch Rat und Tat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das klappt wirklich super und da bin ich auch sehr dankbar für.